Ich würde halt gerne mal. Werfen die jetzt einfach mit so einer. Okay, da kommt gerade eine ganze Armada wieder. Oh mein Gott, Schafgut, Nisi. Oh, du musst dich hinlegen, Nisi, dann mach das gerne. Mach das ruhig. Alles gut. Wir warten mal eh, dass wir wieder Leben regenerieren. Ich würde sagen, ich hab da so meinen ganz starken Zweifel, dass ich diese Kampagne irgendwann schaffen werde. Ich versuche eigentlich, weil es ist. Es wird so viel gerade noch gespawnt. Es ist einfach nicht feierlich, wie viel nachgespawnt wird halt so, ne? Wenn du rennst hier los, guckt euch das mal an. Ich meine, das ist doch... Ah, der ist kaputt. Versuche ja nur diese scheiß Spucker hier. Genau die. Nein, ich hatte den gerade weg. Ah, die spawnen unendlich. Die Nester sind das Problem. Ja, die Nester, aber ich komme halt wegen diesen scheiß Spuckern da auch einfach nicht zu diesem Kacknest dran, ne? Das ist einfach richtig ätzend. Weil es ist auch einfach nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt einfach zum Nest hin und kill sie einfach alle. Weil das ist einfach so, das ist so... Das ist so un... Oh mein Gott, was ist das hier für ein Autosave? Der Autosave ist der beste. Wobei... Warte mal, komme ich hier raus? Ich habe das ja schon mal überlebt. Chaka, wird schon. Ah! Oh, fuck it! Fuck it, Mann! Geh mir auf den Sack! So! Ach so, ist das Level, wo du nur dein Auto hast und zu den Computern? Ja, genau diese Kampagne ist das. Wobei, eigentlich muss ich ja echt nur zum Computer, ne? Warum Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo der Computer sein soll. Oh, das hätte fast gut werden können. Also du musst ihn doch nur sicherstellen, oder? Ja! Das Problem ist, ich habe ja keine Ahnung, wo der ist. Aua. Und ihr wisst, wie beschissen ich Auto fahre. Ich habe auch gerade, glaube ich, endlich meine Strategie gefunden. Bis auf, dass mein Auto gleich kaputt ist. Ja. Wo ist denn dieser Rechner?
Das ist es halt. Wo ist dieser Rechner, verdammte Axt? Renn jetzt hier einfach runter! Ah, das ist kein Südosten, ne? Oh oh. La 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 la. Ah! Ja, jetzt ein Angriff. Wo ist dieser Computer? Ist das der Computer? Nein, es ist ein großes Schiffswrack. Ich habe den Computer. Okay! Easy. Okay, warum uns mit den Gegnern... Wir haben halt kein Auto mehr. Aber okay, wir haben es geschafft. Das war früher schwer ernsthaft. Oh Gott. Also wenn das schon... Also Respekt an jemanden, der das wirklich spielt. Ich meine, Spiel, das ist ja auch nur so... Boah. Das war aber auch jetzt wirklich so... Okay, ich meine, wenn du mal wirklich nur mit diesen Verteidigerkapseln rumläufst, die sind echt nicht schlecht, ne? Und ich hätte wahrscheinlich den Raketenwerfer am Auto ausrüsten können. Habe ich jetzt aber überhaupt nicht gerallt, dass das geht. Dann wäre das natürlich wahrscheinlich auch einfacher gegangen. Alter. So, juhu, ich habe den Computer. Nun kann ich endlich weiterforschen. Ah, mein Gott! Was ist denn hier los? Okay. Ich habe den Computer und die Daten. Es gibt keine Gegner werden stärker. Sie entwickeln sich weiter. Oh nein. Oh nein. Haben wir irgendein Reparaturkit? Auto, sag mir, du hast ein Reparaturkit. Nein, hast du nicht. Machst du nur so Scheiße? Was haben wir denn? Ich kann nicht länger zurückdrängen. Ich muss in ein ruhigeres Gebiet fliehen. Ich könnte versuchen, ein kleines Flugzeug zu bauen, um damit woanders hinzufliegen. Das Flugzeug muss leicht sein, idealerweise aus Kunststoff gebaut. Ja. Okay. Also, okay, wir haben hier schon ein paar Rohstoffe. Es wäre natürlich ganz cool. Warte mal, wir bauen mal eben ein Reparaturkit. Ein, zwei Stück. Ganz schnell auf die Schnelle mal eben. Und wir speichern das. Was tut? Boah. So, dass die Geschütztürme eben wieder ganz sind. Okay. Boris, lol, hallöchen. Ich dachte, der wäre stationiert, dass du alles in der Umgebung clean musst. Ich dachte auch tatsächlich, deswegen habe ich jetzt auch gedacht, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und dass ich quasi gerade einmal nur so spontan da durch... Also, ganz ehrlich nicht. Ich dachte, das wird jetzt einfach das übertriebene Suicide-Kommando von mir halt, ne? Aber, ich erkenne bei dem Auto nie, wo vorne und hinten ist. Total lächerlich. Okay, wir müssen ein Flugzeug bauen. Haben wir noch Steine? Haben wir noch Wände? Ja, wir haben noch Wände. Erzählen wir mal die Wände. Sieht ja so aus, als würden sie primär hierher kommen. Platzieren wir eben noch die Mauern. Ganz viele Geschütze haben wir auch noch. Cool. Fassen wir uns hier einmal zu. So. Ah, guck mal, es wird auch wieder Nacht. Geil. So, dann bauen wir noch zwei Reparaturkits. Und bauen dann noch diesen Schützturm. Haben wir noch Munition? Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es im Auto noch Munition gab. Mein Gott. Das eine Level gerade, also es war ein bisschen hektisch, ne? War ein bisschen hektisch. Wir haben noch ein bisschen Munition. Müssen wir auch mal gucken, wie viel Munition noch in den Geschütztürmen hier drin sind. Okay, 113 wollte ich da nicht reintun. Machen wir das so. Reparaturkit auswählen. Und... Ja. Manchmal möchte das...
Warum darf ich dich nicht reparieren? In Dann bauen wir noch zwei weitere Türme. Ich weiß nicht, was mit dem einen Turm ist. Solange der nicht von irgendwas angerotzt wird, sollte da aber auch kein Problem. Haben wir jetzt erstmal hier keine Ahnung und wahrscheinlich kommen dann die ganzen Gegner von. Steuerung ist auch echt nichts für mich, ne? Wie süß. Schön, dass mein Papa und mein. Hat ja dann. Hallöchen übrigens an euch auch. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. So, was haben wir denn hier Feines? Ah, Bäume. Bäume sind schon mal gut. Okay, wir müssen ein Flugzeug basteln. Jetzt die Frage. Wir haben auf jeden Fall Forschungslager. Geht das wieder los, ne? Zeug. Müssen wir da auch noch forschen? Was ist, warte mal, was ist das hier? Eine Giftkapsel. Die Verlangsamungskapsel war aber echt gerade Gold wert. Oh je. Ja, wir müssen ein bisschen forschen. Ich würde sagen, wir wechseln gleich einfach zum. Das eine Level war schon so anstrengend. Ich muss mal eben gucken, halt, was ich alles bräuchte. Wir können Mauern und sowas können wir basteln. Nur 3. Geschwindigkeitsmodul, Produktivitätsmodul, Effizienzmodul. Elektromotor. Ich brauche. Ne? Steht ja auch nirgendwo. Hier ist das Flugzeug. Feuerrüstung. Aber wie schön, dass das hier schon so effizient aufgebaut worden ist. Voll cool. Das sind voll die großen Verbrennungsmotoren. Dann haben wir Akkumulatoren, damit es auch nachts funktioniert. Steine werden hier noch abgebaut. Kohle wird hier auch noch abgebaut. Wo geht die Kohle denn hin? Ach, hier wird auch nochmal Strom erzeugt. Ja, okay. Okay. Dann kommen wieder diese tollen Straßen zustande. Puh. Hallöchen, Alex, was ist los? Ganz unten am Kartenrand war es zum. Ja. Okay. Ist halt wieder jedes Mal bei mir, ne? Okay, Isa versucht nachzudenken. Dann ist man so, okay, okay, ja, keine Ahnung. Brauchen wir erstmal nicht die. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Forschungszentren. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, brauchte das rote Zeugs nicht. Können wir aber auch erst nachgucken. Ja, hier. Genau, es braucht eine Kupferplatte. Das können wir eigentlich noch von hier. Oh, was ist das denn hier? So, ach, das geht. Ach, das wusste ich gar nicht, dass man die quasi so direkt zusammenbumsen kann. Kann man auch, macht nur wahrscheinlich nicht so viel von effizient her. Durch was werden die eigentlich verbrannt? Durch Licht. Okay, das heißt, wir müssten eigentlich von hier noch ein bisschen was abzwacken dürfen. Genau. Das Graue, das. Was kann man denn schon forschen mit? Gar nichts. Oh mein Gott. Ich weiß aber wirklich, wo ist das Flugzeug? Kunststoffe. Also wir müssen, okay. Wir müssen auf jeden Fall Kunststoffe lernen. Dafür müssen wir die Ölverarbeitung lernen. Okay. Warum tut mir Sebi eigentlich Factorio an? Soll ich es dir beibringen? Federn. Mir ist langweilig. Bin da drin nicht so gut wie du. Oh. Wir haben noch zig Lichtbogenöfen, Dampfmaschinen, Heizkessel. Das ist quasi so, als würden wir, sagt er mir, du musst noch ein bisschen mehr. Ich weiß halt nicht, wo ich anfange. Ich fange einfach mit dem Leichten an. Warte mal. F-
Fragen, was ist denn das Blaue und der... Also blau kann man nicht lernen. Elektromotoreinheit. Blau kann man nicht lernen, ne? Grau können wir auch lernen, also das anzuwenden und... Blau, also werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, wobei, warum wird das angezeigt? Das ist sehr, sehr verwirrend gerade alles. Wir fangen einfach mal mit den einfachsten Sachen an. Beziehen wir erstmal hier hoch. Machen wir erstmal den Scheißstein hier weg, das stört mich. So. Okay, rote Produktion. Rote Produktion erfordert nicht viel. Eisenzahnrad und eine Kupferplatte. Stellen wir doch einfach hier drei von diesen Dingen hin. So. Ihr dürft alle rot produzieren. Genau. Holen wir uns noch wahrscheinlich. Das ist der Greifarm jetzt weit weg. Gut gemacht. Warum stellst du das denn so auf? Du siehst doch selber, dass das so kurz ist. Ach, ist wieder so die Verwirrtheit am Morgen. Ja, wir haben schon bereits 14 Uhr die Verwirrtheit am Morgen. Oh Gott, ich kriege das hin. Keine Angst, keine Angst. Mhm. Keine Angst, meine Freunde. Das kriege ich. So, die Greifarme haben Strom, das ist schön. Ihr produziert Rot. Wunderbar. Für Rot brauchen wir jetzt aber noch eine andere Kleinigkeit, nämlich die Zahnräder. Die Zahnräder lassen wir dann einfach hier so produzieren. Wieso, warum stelle ich die eigentlich jetzt immer einen zu weit weg? Kann ich nicht sagen. Zwar doof, aber kann ich nicht sagen, warum das so ist. So, der Zahnräder her. Die Zahnräder. So. Greift ihr auch hier noch? Zahnräder. Und gut ist. So. Genau, da müssen wir hier noch. Das ist natürlich doof. Der eine Arm, der nicht im Strom gerade steht. So, und dann müssen wir hier noch alles. Wird rot produziert. Das ist korrekt. Das soll auch so sein. Jetzt gehen wir auf. Boah. So, ja, jetzt bauen wir hier diese drei Labore oder die fünf Labore, die wir haben. Ah, ich möchte gerade nichts forschen. Ich bastel das gerade erst alles zusammen. Danach können wir uns gerne der Forschung widmen. Aber aktuell leider noch nicht. Ich habe auch jetzt ein bisschen was falsch gebaut. Ach ja, ich werde mich einfach bis Mittwoch in einer Ecke hocken und warten. Worauf willst du denn warten? Nein, nicht so gut wie du. Beta von Lawbreaker startet. Ach so. Ja, die Problematik hier. Dass das Labor wahrscheinlich keinen Anschluss hat. Deswegen wäre das nicht so gut, da hinstellen. Ja, doch, so stehen die richtig, die Greifarme. Das ist Factorio, dass du alle in den Wahnsinn treibt. Wahnsinn treibt. Wahnsinn treibt. Und es ist nicht so. So. Weil wir nichts forschen, greift er sich.
Die Frage ist halt, was sollen wir forschen? Synthetische Stoffe. Was brauchen wir denn? Brauchen die, die soll geforscht werden?